Ich spreche heute mit dem Physiotherapeuten von Wise Medicine in Winterthur, Emanuel. Herzlich willkommen. Danke. Emanuel, es geht heute um das Thema FDM. Jetzt sagen alle Zuschauer, hä? Kannst du mal erklären, was FDM bedeutet? FDM steht für Fasziendistorsionsmodell. Das hat drei Teile. Die Worte Faszien, Distorsions und Modell. Das Wort Faszie haben wahrscheinlich die meisten schon gehört, aber kannst du erklären, ganz einfach, was ist eine Faszie? Eine Faszie gibt es eigentlich nicht als einzelne, sondern wir haben den ganzen Körper durchzogen von Faszien. Sie packen Muskeln ein, wir haben direkt unter der Haut flächige Faszien, wir haben Übergänge von Faszien zu Knochen, von Knochen zu Faszien und zu Muskeln und so weiter. Also wir sind durchzogen von Faszien und das gibt unserem Körper Stabilität. Faszien sind elastisch. Im Fleisch, das man im Supermarkt kauft, da haben wir auch Faszien drin. Das ist nicht das weiße wabbelige Zeug, sondern das weiße elastische Zeug, die Flexe, die man dann herausschneidet, die man nicht kauen kann, weil es ewig gummig bleibt. Das ist zum Beispiel eine Faszie. Also wir sind voll von Gummi. Wir sind voll von Gummi. Jetzt, ich habe noch gelernt, aber das ist ja schon lange her, oder? Dass jeder Muskel in einer Faszie eingepackt ist und diese Faszien dann am Ende des Muskels sich zu einer Sehne verbinden, an beiden Enden. Aber jeder Muskel für sich alleine steht. Und ich glaube, da hat sich einiges geändert in der Theorie. Wie sieht man das heute? Wenn man es genau anschaut unter dem Mikroskop, sieht man, dass diese Verbindung vom Muskel zu Faszie oder dieses eingepackte Faszienpaket, das endet nicht beim Knochen, sondern das geht in den Knochen und teilweise den Knochen entlang, wieder in andere Muskelzüge oder in andere Sehnenbereiche rein. Also wir haben das nicht von A nach B, und das ist eine Faszie, sondern das geht weiter. Das ist ein fließender Übergang von verschiedenen Geweben, die wir so als solches nicht kennen, weil wir von der Schulmedizin früher haben wir alles auseinandergeschnitten und gesagt, das ist Muskel, das ist Knochen, und so malen wir das Bild. Heutzutage, wenn man genauer hinschaut mit den neuen Möglichkeiten, sieht man, dass es weitergeht. Warum muss ein Muskel in eine solche Faszie eingepackt sein? Ein Muskel, zum Beispiel, wenn er eingepackt ist von einer Faszie, dient das dazu, dass er sich bewegen kann gegenüber anderen Bereichen im Körper oder gegenüber Nachbarregionen, die angrenzen, aber sich zum Beispiel nicht bewegen. Also so haben wir zum Beispiel zwei Glasplatten, die aufeinander hin und her schieben. Wenn etwas Flüssigkeit dazwischen ist, dann geht das super. Wenn da die Flüssigkeit fehlt oder es eine schlechte Qualität hat, dann haftet das besser. Und es entsteht Reibung und so können zum Beispiel auch Schmerzen entstehen. Ich habe schon gehört, auch von Spezialisten, also Orthopädie oder Chirurgie, die sagen, Faszien können nicht verkleben. Wie siehst du das aus deiner Perspektive? Nun, zum einen im Fasziendistorsionsmodell geht es genau auch darum, dass Faszien verkleben können. Und in der Praxis spürt man das, wenn man dann mal die Haut mit den Faszien, die darunter liegen, bewegt, dann knackt es zum Teil ganz komisch. Das ist zum Beispiel eine Verklebung von Faszien. Was sind die Gründe? Warum verkleben mir plötzlich zwei Muskeln? Einfach so. Faszienverklebungen können entstehen, wenn man zum Beispiel sich nicht grundsätzlich nicht gut bewegt oder nicht oft bewegt. Also wenn diese Schichten, die eigentlich zueinander gleiten, wenn die immer in der gleichen Position sind, dann kann das wie ein bisschen anwachsen. Und dann klebt das und das bewegt nicht richtig. Und wenn ich mich dann doch mal bewege, dann gibt es Schmerzen, weil das zieht, zum Beispiel. Sind Faszien denn schmerzhaft? Also wenn mir etwas wehtut, in der Schulter oder so, sind das die Faszien? Oder ich habe ja auch Sehnen und Muskeln und Knochen und Gelenkkapsel. Also was tut mir eigentlich weh? Das Modell beschreibt einen Umgang mit den Beschwerden. Also im Fasziendistorsionsmodell verstehen wir jegliches Problem als ein Faszienproblem. Das ist eine Denkensart als Modell. Und so, wenn du sagst, ja, dir schmerzt die Schulter, dann sehen wir das als ein Fasziendistorsionsmodell und ordnen dein Problem im FDM ein und behandeln nach FDM. Ich muss gar nicht groß abklären. Ich habe Schulterschmerzen, weißt du, da werden doch MRI gemacht und Röntgenbilder und man schaut, wo ist die Ursache, und das brauchst du gar nicht. Ich finde, MRIs und Röntgenbilder
in dem Sinne aufschlussreich, um zu wissen, wie es dem Gelenk geht, aber man sieht auf diesen Bildern ja nicht alles. Man sieht nicht Schmerzen auf einem Bild. Man sieht das Verständnis von der Schulmedizin, das mag Arthrose sein und das wird wohl die Schmerzen verursachen. Das kann man auf einem Bild sehen, aber man sieht die Schmerzen nicht und der Patient beschreibt die Schmerzen dort, wo er sie hat. Und da greife ich ein, ich beeinflusse die Schmerzen, nicht das Röntgenbild. Bist du ein bisschen ein Rebell? Fasziendistorsionsmodell macht einen ein bisschen zum Rebell, weil es ein Out-of-the-Box-Denken ist. Ja. Man denkt anders als die gemeine Schulmedizin und das führt dazu, dass man ein bisschen ein Inseldenken hat dabei. Kannst du noch kurz etwas sagen zu den wichtigsten Schmerzen? Also bei mir, das Häufigste, was ich höre von Patienten, sind Rückenschmerzen. Mhm. Das hat fast jeder Zweite. Ne? Dann Schulterschmerzen sind sehr häufig. Und Knie, ne? Vor allem bei älteren Leuten, Knieschmerzen beim Gehen. Sind das alles Gründe, um so eine Therapie zu machen? Auf jeden Fall. Diverse Schmerzqualitäten geben schon Aufschluss, was das Problem sein könnte im FDM und so wird auch behandelt. Also wenn ein Patient kommt und beschreibt, ich habe ziehende Schmerzen, ist das etwas anderes, als wenn er sagt, ich habe stechende Schmerzen. FDM macht da einen Unterschied. Gut, wir wollen in einem zweiten Teil noch dann über den praktischen Ablauf einer solchen Behandlung sprechen.